Ja. Solange nicht wieder von da irgendwelche Spinnen kommen. Bei meiner Front machen die zum Glück kaum Schaden. Okay. Ah, Level up. Spellcraft 4 Punkte gibt mir Energy, Earth Magic. Es ist Poison. Air Magic, Dexterity. Spellcraft Energy klingt jetzt gerade mal besser. Ja gut, ich höre die Mumien zwar, aber ich bin ja auch ein bisschen nah an den Mumiengängen dran. Vielleicht habe ich Glück und... muss mich nicht so sehr um die Mumien scheren. Weil die Spinnen, die Oger sind okay, hart. Die Spinnen sind eigentlich okay, außer es kommt wirklich so eine Riesenwelle von zwei Seiten, wie jetzt gerade eben. Von drei Seiten wäre richtig garstig gewesen, aber das konnten wir ja zum Glück vermeiden. So. Ja, ich höre sie hier. Ach nö. Nö, nö, nö. Der gefallen und stirbt ganz schnell. Obwohl du auch hergekommen bist, bleibt tot. Da habe ich was in Secret aufgedeckt. So. Ein Secret. What the hell? Dodge, das ist was für dich. Stop, Bolter. Okay, die Anspielung finde ich gerade sehr cool.
Auf den Stormbolter. Ancient Boots, Heavy Armor habe ich leider schon. Ein Teleporter. In diesem Gang werdet ihr mich sicher nicht kriegen. Okay. Kriege ich den so auf? Ja, den kriege ich so auf. Da muss ich dann aber so außen rum hinlaufen, okay. Du bist harmlos. Mehr oder weniger. Pflanze, Pflanze. Purple Gem. Bone Digger. Mal wieder einer. Stuff Defense bist du. Du bist ein Battle Guardian Spell. Du bist also was ganz Hohes. Ja. Halt, warte, da ist noch ein Cloak of Wizardry. Evasion, Will, Energy, Willpower, Mage Equipment. Ah, yay. Hat jetzt jeder einigermaßen was? Ein Huntsman, ein Skate Cloak, noch ein Skate Cloak. Und Conjurer's Heads. Hm. Ich hab dich gesehen. Ich hab euch gesehen. Die lassen sich zum Glück einfrieren. Wo sind die jetzt schon wieder rausgekrochen gekommen? Die können höchstens da raus oder da raus. Okay, da ist ein Text hinter der Wand.
Ja, da ist was aufgegangen. Ah, wisst ihr was? Wenn ich schon hier unten bin. Rasten. Ich hoffe jetzt einfach mal wirklich, dass das nicht respawnende Mumien sind, dass sie nur in dem oberen Bereich, in den Tomes von den beiden anderen Fuzzis respawnen ständig. Ah. So viel zu meiner Hoffnung. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja, Safe Haven. Safe Haven tu mich auch erstmal. Okay, Safe Haven. Mehr oder weniger ein Safe Haven fürs Erste. Ich muss ehrlich sagen, diese Ebenen gerade, also gerade die Horusmine, die untere Ebene, macht mir gerade schwer zu schaffen. Sagen wir es so, mit 200 Lebenspunkten ist sie noch ganz gut dran, aber wie kommt man eigentlich auf so gemeine Sachen, hier einfach einen permanenten Lebenspunkteverfall einzubauen? Da ist ein Knöpfchen. Da ist ein Kriecherding. Tome of Life. Solltest eigentlich du bekommen, so viele Lebenspunkte, wie du schon verloren hast. Oder du, da du die wenigsten hast von allen, kriegst du den mal. Das ist gerade angenehm. Oh, hi. Euch gibt's ja auch noch. Gut, da wäre schon mal der Ausgang. Ähm.